Moin, herzlich willkommen bei Rix Modellbau. Es geht weiter beim Fendt mit Ausgabe 54. Heute werden die Hinterräder montiert und in diesem Zuge werde ich auch dann die Vorderräder anbringen, damit er dann auch komplett auf seinen Beinen steht. Ja, dann haben wir hier noch ein bisschen Geschichte. Träger, Träger, Träger. Ja, früher hat man Metallräder gehabt. Jo, und dann in der nächsten Woche geht es dann mit dem Mähantrieb weiter. Jo, sind wir mal gespannt. Schauen wir uns mal an, wie das Ganze weitergeht. So, dann packen wir zuerst mal die Teile aus. Wie wir das gewohnt sind. Ein sauberer Schnitt. Chirurgische Präzision. So, das sind aus Plastik. Schade. Das sind die Bremsen. Dann haben wir GM-Schrauben und AM-Schrauben. Die zwei Unterlegscheiben. Und die Narbenkappen auch aus Plastik. Plastik, Plastik, Plastik. So, dann holen wir uns erstmal ein Draht hierbei. Und warte mal, ich baue gerade mal rum. So, da könnt ihr etwas besser sehen. Also, die kommt hier mit diesen Öffnungen auf diese Stoppe drauf. Und wird mit 4 AM-Schrauben befestigt. Und dann wollen wir das mal machen. Da wir ja noch das zweite Rad haben. Jo, bin mal gespannt. Die sind jetzt schon so ungefähr ein Drittel, ein gutes Drittel. Ich glaube 140 Ausgaben waren das. 130, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Aber wir haben noch keine Halbzeit. Bin mal gespannt, wann die dann der Trecker kommt. Und was da drin alles so dran kommt an den Träger. Ich meine, damit in den 50 Ausgaben im Grunde genommen einen funktionsfähigen, fahrbereiten Träger. Naja gut, es fehlt noch ein bisschen was hinten, diese eine Stange. Ganz ist er noch nicht fertig und ich glaube, dass so die ein paar Details werden sie sich vielleicht sogar bis zum Schluss aufheben, damit man auch ja bei der Stange bleibt und schön weiter abonniert. Das kennen wir doch. So, wunderbar. Bremstrommeln sind drauf. Dann hole ich jetzt mal das kleine Drum her. Muss mir gerade mal überlegen. Jo. So, Achtung, es wackelt ein bisschen.
Dann haben wir gesagt, wir nehmen die GM-Schrauben. Hier stecken Kappe drauf und dann nur ich hoffe nicht, dass das so wackelig bleibt. Okay, fester. Sie nicht ziehen oder doch, nicht, dass ich sie abreiße. Ein bisschen geht noch. Okay. Definitiv am Anschlag. Muss man aufpassen, die Stifte, dass man diese richtig setzt. Das kann aber, das ist echt so wackelig. Ich mache jetzt mal das andere Rad dran, damit ich ihn auf die Hinterräder stellen kann. So. Immer darauf achten, von oben zeigen diese Profile in Fahrtrichtung. Na komm her. Ja, die sitzt etwas besser. Dann muss ich auf der anderen Seite einfach nochmal bei. So, aber bevor ich das mache, kommen wir die Dinge weg. Und der ganze Klebeknatsch da unten. Bei Gelegenheit in Ruhe richtig sauber. Gucken, wenn man das zusammen macht. Das ist glaube ich ein bisschen besser, aber ja. Okay.
Traktor steht hinten auf eigene Beine. Jetzt werde ich die Schraube noch mal rausnehmen. Mal gegen die andere austauschen. So, ne, die geht definitiv nicht weiter rein. Dann kommen die vordere mit Feder dran. Ich muss dann nochmal genau gucken, was ich da für Schrauben brauche. Kleinen Moment mal. So, da bin ich wieder. Ich habe nachgeguckt, es sind BM-Schrauben. Ich habe mir ja hier so ein schönes Kästchen gemacht. Eins für Metallschrauben und eins für Plastikschrauben. So, da kann ich dies eine BM-Schraube schon wieder hier rein tun. Ja, das soll ich dann so legen. Dann steht das gute Ross auf eigene Füße. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Bei dem Profil gibt es nämlich auch hier dieses Pfeilprofil und das muss auch nach vorne zeigen. Ja, ich habe nur ein bisschen Bedenken, dass die Schrauben zu lang sind. Wenn ich jetzt am Eindrehe, sie bei mir abreißen. Ich bin ja Meister im Abreißen von Schrauben. Weil ich da nicht unbedingt stolz auf diese Meisterschaft bin. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Da habe ich einen Seitenschneider. Kappe ich die Schraube vorne ein bisschen. Klein wenig. Noch ein bisschen. Ui, habe ich heute einen Datterich. Jetzt hätte ich was gesoffen. Jo,
Jetzt wird er sauber. Oh, er steht schon mal auf eigenen Füßen. Jetzt muss ich nur gerade erst noch mal hier. Moment, ich hole euch mal ein bisschen wackelig nach oben. Ups. Sorry, ist sehr wackelig. Aber das Stativ ist nicht so. So. Ihr seht, das ist alles noch ein bisschen wackelig, aber das lasse ich jetzt so. Das ist ja eh kein Spielmodell. Und die Radkappen drauf, die Nabenkappen. So. Mit dem darf man eh nicht viel spielen mit dem Traktor, weil er sonst wieder alles verliert. Ganze Anhängsel. Und hier drüben noch. Wunderbar. So, jetzt wackel ich euch mal ein bisschen zurück. Tja, ich habe ja überhaupt gar keinen Platz, euch das richtig zu zeigen. Ich hoffe, ihr könnt da ausreichend sehen. Ich komme ein bisschen runter. Gut, so viel Platz wie der Benny habe ich leider nicht. Mehr kann ich nicht zurück. Noch viel höher kann ich nicht, aber der Traktor, er steht auf seinen eigenen Füßen. Ja, was will man mehr? Habe ich dann in dieser Ausgabe noch was zu tun? Nein, aber irgendwann. Habe ich sie? Das ist natürlich das andere Problem. Die ganzen Teile. Hier. Diese Stange. Ihr erinnert euch, die gehört nämlich zum Mähdingens. Die müsste ich eigentlich. Eigentlich vorher vorm Rad anbringen müssen. Jo, komme ich so schlecht jetzt nicht so gut dran, weil es kommt hier hinten an dieses Teil von dem Hebel. Vielleicht kriege ich das ein bisschen getrickst. Das ist eh der dünne Schraubenzieher. Das ist doch. Fast perfekt, ne? So,
Das haben wir dran. Das ist hinten diese Ketten, das nervt. So ein bisschen, dass das immer wieder abgeht. So, dann heben wir das Ganze etwas hoch und klappen das nach vorne. Und das mir jetzt nicht abreißt, werde ich das Ganze etwas hochbinden. Okay, das mache ich dann ohne euch. Ich sage jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Mal gucken, ob ich vielleicht doch noch eine etwas bessere Übersicht sehe. Seht ihr jetzt ein bisschen mehr von meinem Chaos. Das ist halt so, ne? Ich meine, wo gebastelt wird, bleibt doch mal was liegen. Prima. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage tschüss, macht's gut, euer Rick.